Camposanto presents. In cooperation with Panic Inc. Boulder, Colorado, 1975. You see Julia. Und damit herzlich willkommen zu Firewatch. Hier ist der Jones und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir sehen Julia, eine nette junge Dame in einer hübschen Bar in Boulder, Colorado. She's about your age, late 20s, laughing with well-dressed professors and grad students from nearby CU Boulder. You, Henry, are out drinking with your pals. You approach her. You're drunk. Okay, und hier müssen wir uns jetzt immer die richtige Antwort überlegen. Wir spielen sozusagen die Einleitung zu der eigentlichen Geschichte des Spiels. Bevor wir hier weitermachen, Firewatch ist ein Indie-Adventure von Camposanto und spielt in der Wildnis von Wyoming. Wir werden dort, nachdem wir die Einleitung gespielt haben, eine neue Stelle als sozusagen Brandwächter auf einem Brandschutzturm im Wald annehmen. Und dort wird sich eine abenteuerliche, sehr, sehr lustige Story ergeben. Wohin das genau führt, will ich an der Stelle, ich könnte es jetzt sagen, weil ich habe das Spiel im Livestream angespielt und wollte es aber auch als Let's Play machen und hatte im Livestream so einige technische Schwierigkeiten leider. Deswegen konnte ich nicht das Livestream-Let's Play nehmen. Ich muss es also nochmal spielen, deswegen kenne ich die ersten 3 Stunden schon. Und ich kann euch nur sagen, die Dialoge werden sehr, sehr witzig. Wir spielen jetzt die Einleitung, dauert so irgendwie 5 Minuten oder so. Und dann geht's richtig los. Also, wir sind betrunken. Und als Antwort nehmen wir You're pretty. You're pretty, she says coolly. You're not. You're a fatal hangover. What? You reply confused. Someone should buy you a cheeseburger, she says. She flags down a waiter and 1 week later you're Julia's boyfriend. Und wir stehen im Aufzug. Backpack. Load Gear. Die Animationen von dem Spiel sind der Knaller. Ich habe bisher noch kein Spiel gesehen, in dem alles so schön animiert war. You date for over a year. She drives you absolutely nuts. It's great. You move in. You share an apartment near school with a view of the mountains. You two drink beers out on the deck. You drink beer just about anywhere. Life is good. Das Leben ist super. Oh je. Julia wants to get a dog. Also unsere Freundin Julia hätte gern einen Hund. Ja, mit dem Hund fängt's immer an. There's a scruffy, undersized bagel. Julia is in love. She wants to bring it with her to class. There's also intimidating but gentle-eyed German Shepherd. Nothing bad could happen to Julia while walking this dog. It's badass. Okay, jetzt können wir uns einen Hund aussuchen für Julia. Entweder nehmen wir den heißen die eigentlich Bagel oder Beagle? Ich weiß es gar nicht genau. Entweder nehmen wir den hier oder wir nehmen den Shepherd und nennen den Mayhem. Wir nehmen mal den Schäferhund. Mayhem's an excellent dog. He loves wrestling with you in the park and goes with Julia on her runs. Even though he's too big to bring to school, Julia loves him all the time. Mayhem is a friend, child,
and Pat all rolled into one. Also unser Mayhem, unser Hündchen oder Hund ist ein super Freund, ein Kind und ein Tier, alles in einem. 1979. You talk out on the deck. It's summer, 9:30 p.m. and the heat still radiates off of the high desert. What do you think about kids? She asks. Jetzt fragt sie uns schon nach Kindern. Kids? They are not very smart or good at much. I'm saying if you and I have some, a couple little idiots. Also wir sind davon gar nicht so begeistert. One day, why rush? Warum eile? Irgendwann mal vielleicht. Oh je. Yeah. She looks away, out towards the mountains. We have plenty of time, right? Speak for yourself, mister. Don't worry, you assure her. Also sie soll sich keine Sorgen machen. Die ist so ein bisschen, ja, sie guckt halt ein bisschen weg, ist ein bisschen enttäuscht, aber naja. You tell her she has the body of an undergrad. My ovaries didn't get the memo, she says, laughing it off. One day, okay? Ja, irgendwann, eines Tages werden wir Kinder haben. Okay, one day, she says. 6 months later, you get engaged lying in bed on a Sunday morning. Okay, 6 Monate später. Und da stehen wir in der Wildnis von Wyoming in einer wunderschönen Grafik von Firewatch mit unserem Pickup. Thoroughfare Trailhead. Mit der rechten Maustaste können wir reinzoomen, da können wir uns die Sachen ein bisschen genauer angucken. Okay. Thoroughfare Trail is not recommended for unexpected hikers. Also der Wanderpfad wird nicht empfohlen für unerfahrene Wanderer. Keine Fireworks, also kein Feuer, keine Silvesterraketen im Wald. Do not forget to check in. You are in their country. Learn to live with bears. Also lernt mit Bären zu leben. Ihr seid in ihrem Land. Okay, dann wandern wir mal los. It's a Thursday night and Julia is 4 hours late. She doesn't call, you're worried and getting angrier by the minute. She walks in after you've gone to bed. Also sie kommt irgendwie ziemlich spät nach Hause, nachdem wir schon im Bett waren. She's not quite drunk, but she's clearly been having a fun time. You fight when she gets between the sheets. Was machen wir? Rasten wir aus oder ignorieren wir sie? Also sie kam halt sehr spät heim. Wir rasten mal aus. You call her an inconsiderate asshole. She tells you to fuck yourself and to not be such a baby. You call her selfish. She knows you mean it and it hurts her feelings. Da staubt's gerade gewaltig. 1981. Julia still likes to draw. She draws plants from her research. She draws all the places you go. She draws you. Also sie malt gerne alles Mögliche. Und was machen wir? Wir posieren wie He-Man oder wir stellen uns dahin wie so ein Victoria's Secret Model. Wir machen einen auf He-Man. Natürlich. Oh, you look awesome. Wir sehen also wunderschön aus. Wunderbar. Bestens. Und das nenne ich mal eine Animation, wenn man irgendwo runterspringt. Also in diesem Spiel, die Animationen sind so genial. Ich mag diese Grafik so. Es ist so ein Touch von Cartoon drin, wie man das hier so an den Felsen sieht. Ist nicht so ganz so viel
Relief und Bumpmapping in den Felsen und Struktur drin. Aber ich mag das. Das sieht einfach nur sowas von genial aus. Oh, das da ist der Hammer. Echt. Wahnsinn. Two Forks. The Two Forks Lookout Tower. 8 more miles still. Okay. Und wir wandern also noch weitere 8 Meilen. Spacebar to hop over. Zack. During the summers, you and Julia enjoy walking Mayhem at night. Also wir gehen irgendwann nachts mit Mayhem spazieren, unserem Hund. There's a festival in town. It brings in folks from far away places. One of them tries to mug you with a knife. Okay, wir kriegen ein bisschen Ärger und irgendeiner greift uns mit einem Messer an. Mayhem runs away. Der Hund läuft weg. Nein! May me move, fuck the dog, Julia yells. She gets flustered and has trouble speaking when she is stressed. You confront the attacker. Scheuchen wir ihn einfach nur weg oder hauen wir ihm eine rein? You scare him away. You reach into your pocket like you've got a gun and threaten to kill him. You manage to scare all three of you. He runs away. Julia asks to take a different path from that day forward. You say okay, you don't want to go that way either. Ja, wir haben Ganoven verscheucht und ab jetzt nehmen wir einen anderen Weg. Wir gehen ja ab jetzt immer am Fluss entlang. 1984. Plans to have kids get waylaid by work. Julia gets offered a job at Yale. Yale is in Connecticut, 2,000 miles away. It's a great job. Associate Department Chair. She wants to move. You absolutely do not. Also Julia bekommt ein Jobangebot in Yale in Connecticut und das ist 2,000 Meilen weit weg. Das ist ein toller Job und sie würde gerne umziehen, aber wir wollen nicht. Sollen wir sie fragen oder bitten, den Job nicht anzunehmen oder uns einverstanden erklären, wenn sie, nehmen wir mal das hier, wenn sie da sozusagen hin und her fährt. You ask her if she'll commute back and forth. You don't want to move to Connecticut. She says that'll be hard, but she'll do it if you won't move. You tell her not to pass it up if it's what she wants. She agrees. She flies back to Boulder 3 times each semester. Pendelt jetzt also immer hin und her. 1985. Julia is sent home from Yale on paid leave after having an episode. She lost it on a colleague for borrowing books that were important to her research. She didn't remember she had happily loaned them to him just 2 days prior. She was found crying in the stairwell. Okay, jetzt finden wir die also irgendwo weinend vor. You say that maybe you guys should talk to someone about it. You make macaroni and drink wine and try to forget about it. Wir kochen Nudeln. Nudeln finde ich super. It works. You watch Dallas on TV and sleep together on the couch. Okay, das hat funktioniert. Jetzt schauen wir uns Dallas an und pennen auf der Couch ein. Und wir spielen sozusagen die Vorgeschichte, die uns letzten Endes hier in die Wildnis verschlagen hat. Ein Journal. Hey man, das sind also wir. Okay, das Buch machen wir schnell wieder zu. Mayhem is getting older. He's got silver hair down his back and slows down at night. Okay, also unser Hund Mayhem wird langsam älter und bekommt schon ein bisschen graue Haare. You and Julia walk him to the bar to see your friends and it feels like nothing has changed. Julia goes back to the university.
1987, Julia's affliction gets worse. She can't remember things in class. Her research is in shambles. She drives her car to the next town over for no particular reason and has to be brought home by the police. She's devastated. She is sent home on permanent medical leave. Ja, also 1987 verändert sich irgendwie alles. Unsere Freundin Julia fährt irgendwie grundlos mit dem Auto in die Nachbarortschaft und wird dann von der Polizei heimgebracht. Und irgendwie ist das alles sehr, sehr strange. Some days you get the Julia who calls you a dope and your unborn children little idiots. Other days you get a stranger. Also manchmal bekommen wir die eine Julia und manchmal bekommen wir irgendwie eine völlig andere Frau. She pulls you into bed to make love. After 5 minutes, she goes into a panic, believing her dad is at the door. Sie zieht uns also zum Beispiel ins Bett, um halt ein bisschen Liebe zu machen, aber nach 5 Minuten wird sie total panisch, weil sie denkt, ihr Vater würde vor der Tür stehen. Irgendwas ist da sehr, sehr merkwürdig. You tell her family they are crushed and begin to make trips to and from their home in Australia to visit her. For a while your friends come by with little things to brighten the day. She gets worse. 1988. You spend your days following Julia around the house. You count the seconds between the day, between the 2 weekly visits from Daniel, the nurse. He suggests that Julia could live somewhere else, somewhere with 24-hour care, a home. It sits with you for a couple of months. Also unserer Julia geht's sehr, sehr schlecht und jetzt können wir uns aussuchen, ob wir sie in eine Vollzeitpflegeanstalt bringen oder ob wir uns entscheiden, uns um sie zu kümmern. Ich nehme jetzt mal das hier. Ich habe im Livestream habe ich hier das genommen, also habe halt entschieden, mich selber darum zu kümmern um sie, aber wir verlegen die jetzt mal in eine Vollzeitpflegeanstalt. Ah, okay. Jetzt sind wir dann wieder hier. Dann gehen wir mal weiter in dieser wunderschönen Gegend hier. Und ihr merkt schon, das erste Let's Play könnte etwas länger dauern. Her family agrees with your decision. You find a fantastic place in Boulder and move her there. You see her every day, then every other day. You go out to the bar with your old friends. It's not the same. You get the feeling that every wife tells her husband, if you ever put me in a home like Henry did, I will cut your balls off. Ooh, 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 ooh. You slowly decide to not see your old friends that much. 1989. Julia's sister Susan moves to Boulder to be close to her. She visits her every day. You go with her some of the time. Susan buys you an old typewriter and urges you to use it if you won't see a therapist. You won't. You've always really liked Susan. Also die Schwester von Julia hat uns eine Schreibmaschine gekauft. Months go by. Mayhem dies. Ach, unser Hund ist gestorben. Julia doesn't remember him when you tell her. Also unsere Freundin Julia erinnert sich schon gar nicht mehr an den Hund. Sometimes it takes her a minute to look in on you. In the back of your mind you believe it's because you see her less and less. And seeing her less and less makes her forget you more, you think. Summer is coming and you see an ad in the paper for a job. Also der Sommer kommt und wir sehen eine Anzeige für einen Job. You take it. So, und jetzt nochmal ganz, ganz herzlich willkommen
zu Firewatch. Wir stehen in der Wildnis von Wyomings am Fuße unseres Brandschutzturmes, auf dem wir Ausschau halten sollen. Und ich kann euch versprechen, nachdem wir jetzt die Einleitung gespielt haben, die im Prinzip ja nur die Vorgeschichte ist und der eigentlichen oder und die, den eigentlichen Grund darstellt, warum wir überhaupt hier uns in der Wildnis befinden, nämlich weil wir als Henry, also als die Person, in die wir hier spielen, einfach mit unserem Leben ja, irgendwie mal aufräumen wollen. Wir wollen unser altes Leben hinter uns lassen, diese ganze Sache mit unserer Freundin, die ja dement geworden ist und darum in eine Pflegeanstalt verlegt werden musste. Unser Hund ist gestorben. Einfach, wir haben einfach die Schnauze voll, haben ein Jobangebot angenommen, weit draußen, fernab jeglicher Zivilisation, als Brandschutzwächter. Und das war jetzt die, sozusagen die ganze Einleitung des Spiels. Ab jetzt geht's richtig los. Wir kämpfen uns durch die Wildnis. Und jetzt wollen wir doch direkt mal schauen, wo wir denn hier... Wir können also hier Spacebar to hop over. Ach so, genau. Wir können hier auch so rüber hopsen. Da können wir jetzt natürlich nichts machen, aber wir gehen jetzt mal hoch. Ich finde das nur so schick, wie hier alles animiert ist. Diese Charakteranimation in diesem Spiel, die hat mich im Livestream schon so weggepustet. Das ist unglaublich, wie schön das animiert ist. Wirklich jede Kleinigkeit. Und auch dieser Grafik, der Grafikstil. Da hinten sehen wir noch einen Aussichtsturm, Thoroughfare Lookout. Sehen wir denn eigentlich noch mehrere? Weiß es gar nicht. Ich habe keine gesehen im Livestream. Eigentlich nur diesen einen. Ne, da scheint jetzt nichts mehr zu sein. So, hier ist die Tür. Gehen wir mal rein. Und so sieht er aus, unser Brandschutzturm von innen. Hier müssen wir mal dringend sauber machen. Da haben wir mal einen Schalter. Machen wir mal Licht an. So. Wunderschön. Hello, Two Forks Tower. Radio, pick up. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Contact Supervisor on Radio. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay, also, ja, wir verstehen es noch nicht so hundertprozentig mit Delilah. You've killed 3 ex-husbands. You're rebelling against mom. Nobody... You're just gonna wait me out on this? Ugh, fine. But I'm gonna take a second here and have a guess about you. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Astrein. Super. Die Dialoge sind sehr, sehr witzig. Am Anfang. Also so viel kann ich schon mal spoilern. Slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. So. Dann mal pick up radio. Nächster Tag. Und da, sorry, I guess I slept in. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops.
Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, hier ein Map Table. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? Use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing, you use this to, oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window, are you seeing what I'm seeing? Out your west-facing window. Confirm what the liar sees. Okay, and to use compass. Wo ist denn Westen? Da ist Westen. I need you to confirm. Do you see them? Ich sehe gerade. Doch, da. Da schießt jemand Silvesterraketen im Wald ab. Ja, das geht nicht. Seriously, are you seeing this? Ja. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Was nehmen wir denn als Antwort? Like, kick the shit out of them? Can I write them a ticket? Do you think you can handle that? Machen wir mal das da. Kick the shit out of them sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Okay. Secure. Shut up. Also, wir sollen da vorne hin und schauen, warum da jemand irgendwie Silvesterraketen in die Luft schießt, mitten in der Wildnis von Wyoming. Und in einer Supplybox auf dem Weg dorthin werden wir wahrscheinlich ein Seil finden, das werden wir brauchen. Wir wollen uns hier mal noch ganz kurz umschauen. Ich kenne ja, wie gesagt, schon die Story, die ersten 3 Stunden aus dem Livestream, den ich eigentlich hochladen wollte, aber ich hatte so viele technische Probleme da drin, dass ich den Livestream leider nicht auf YouTube laden kann. Und wir können hier zum Beispiel auch so Sachen aufheben. The Singular Mind von Jonas Allard. Kann man sogar in dem Buchrücken lesen. Hier zurückstellen. Old Scottish Oil Soap. Thermos, Toolbox. Das ist also der Firefinder. Wie man den benutzen soll oder wie das funktionieren soll. Keine Ahnung. Da haben wir noch ein Poster von der Flora hier auf Shoshone. Irgendwo so Wyoming sind wir ja hier. Ich weiß nicht so genau, was Shoshone sein soll. Unsere Jacke. Wir können auch den Generator hier gar nicht mehr ausmachen. Wir können aber das Licht anschalten und ausschalten. Herrlich. So, und dann würde ich sagen, Door open. Wir nehmen den Rucksack automatisch mit. Und dann gehen wir mal da in Richtung Westen. Müssen wir. Da hinten irgendwo gehen die ganze Zeit die Silvesterraketen nach oben. Gehen wir mal da in die Richtung. Man hört die auch so ganz leicht schon knallen. So hier und da. Und dann bin ich gespannt. M to read map. Da haben wir unsere Karte. Da können wir auch reinzoomen. Und wir sind da. Am Two Forks Tower. Und wir müssen nach Westen. Richtung Jonesy Lake. Passt ja. Also, wir gehen einfach mal los. Karte in der Hand. Find rope in NFS Cashbox 306. Also wir brauchen das Seil in der Cashbox 306. Nun bleiben wir mal einfach hier auf dem Pfad. Dann wollen wir mal schauen, ob wir die Box finden. Und
Ja, ein bisschen vorspoilern kann ich ja noch. Es wird jetzt, na, es wird interessant mit den Silvesterraketen und vor allen Dingen, es wird sehr, sehr lustig werden. So viel weiß ich halt, wie gesagt, schon aus dem Livestream und ich freue mich schon drauf, das ganze Spiel nochmal bis dahin durchzuspielen, auch wenn es irgendwie jetzt 3-4 Stunden in Anspruch nehmen wird. Aber so ist das nun mal manchmal im Leben. Und da ist auch schon die Supply Box. Wir können übrigens hier den Weg, so grob gesagt, eigentlich nur verlassen. Wir können uns jetzt nicht hier ganz querfeld einbewegen. Ich kann also nicht jetzt irgendwie hier über die Felsen hochkrabbeln. Das geht nicht. Da stößt man dann an irgendwie eine Grenze. Gut, hier käme ich jetzt hoch, da ist ein Weg. Aber generell sind die Wege vorgegeben in dem Spiel. Und wir wollen mal hier reinschauen und die Kombination ist ja 1, 2, 3, 4, wenn ich das recht in Erinnerung habe. So, open. 1, 2, 3, 4. So, sehr schön. Da haben wir noch eine Note. Die nehmen wir mal, dann können wir die auch lesen. 7.7.86. Ron, hey man. Guy couldn't take it, so I looked up his lookout and put some stuff in the box. Found one of these bars you liked, hiking into the park, but let's get fucked when I'm back. Dave. Die nehmen wir mal mit, die Note. Hab die im Livestream auch immer alle eingesammelt. Und jetzt kommt was richtig Cooles. Wir finden hier in den Supply-Boxen des Öfteren Kartenteile. Und die können wir kopieren. Und der malt die richtig ab. Das ist so genial animiert. So, und dann haben wir da noch ein altes Seil. I tracked down that rope. It was right where you said. Great. So you should be set to get down to the lake. Das nehmen wir mit. Deal with whoever is setting off fireworks. Und da liegt auch noch hier ein Granola Bar. People just stuff these things with old food. That's how you get bears. Those boxes are bear proof. I wouldn't worry about it. Okay, da liegt irgendwie ein Schokoriegel drin und die Kisten sind aber bärensicher, deswegen kann uns das egal sein. Und darum gehen wir jetzt gemütlich in Richtung des Sees und schauen mal nach, wer denn da so einen Mist baut und hier irgendwie mit Feuerwerkskörpern rumhantiert. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann in der nächsten Folge an, was da denn im Einzelnen genau passiert. Die erste Folge ist wahrscheinlich schon etwas zu lang geworden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Macht's gut, bis dahin und tschüss.